Mein schlimmster Drehtag begann damit, dass ich verschlafen habe. Und es war wirklich schlimm für mich, weil ich hasse Unpünktlichkeit, vor allem bei mir selber. Ich hatte mir mein Handywecker gestellt von meinem neuen Handy und hatte angenommen, wenn ich es ausschalte, dass dann am nächsten Morgen der Wecker trotzdem klingelt. War ja auch bei meinem alten Handy so, aber hat nicht geklingelt. Was dann geklingelt hat, war das Zimmertelefon und der Fahrer war dran, dass er unten steht und fragt, wo ich denn bleibe. Ich habe mich also ganz schnell angezogen. Innerhalb von 5 Minuten saß ich unten im Auto und wir sind zum Set gefahren und waren auch pünktlich da. Trotzdem hat der Fahrer dann überall rum erzählt, dass ich verschlafen habe. Dann sollte ich Motorrad fahren in der Serie. Und die Produktion hatte mich vorher angerufen und gefragt, willst du es selber machen oder sollten es dann Frau machen? Und da habe ich gesagt, oh, ich würde total gerne selber machen. Ich kann Motorrad fahren, ich liebe Motorrad fahren. Ich würde nur gerne vorher mal diese Maschine austesten, weil ich habe eine andere. Ich kam also dahin, konnte die Maschine ausprobieren und sollte auf dem Gelände ein bisschen rumfahren. Ich also ruf auf das Ding und losgefahren und bin so auf diesem Gelände rum und da war eine Straße, dachte ich, gut, da wende ich jetzt und fahre wieder zurück. Ich konnte aber in dem Moment nicht umdrehen. Da kamen so viele Autos rein, hinter mir waren Autos, die haben mir drängelt, du fahr da endlich mal und so. Ich so, na gut, dann fahre ich mal kurz raus und komme dann wieder zurück. Ich konnte aber nicht umdrehen, es war eine Einbahnstraße. Was jetzt? Ich, okay, muss ich einen kleinen Kringel fahren, damit ich von der anderen Seite wieder rankomme. Das ging aber nicht. Da war ein See. Das wurde ein Riesenkringel. Und ich kannte diese Stadt nicht. Ich bin durch diese Stadt geheizt. Wenn die Polizei mich angehalten hätte, wären die Fleppen weg gewesen, kannst du wissen. Ich also, wir fahren. Ein Riesenkringel um diesen See rum. Panik. Hoffentlich finde ich auch den Drehort wieder. Ich habe ihn wieder gefunden. Ich habe bestimmt 10, 15 Minuten gebraucht, bis ich wieder da war. Alle waren stinkesauer auf mich. Die haben mir gedacht, ich habe eine Spritztour gemacht und mir einen bunten. Ich hatte auch keine Zeit mehr, mich zu erklären. Wir haben angefangen zu drehen. Ich durfte nicht Motorrad fahren. Das hat alles die Stuntfrau gemacht. Ich war unten durch. Am Ende dieser Serie, immer gucken meine Träger raus. Es ist schrecklich. Am Ende dieser Serie gab es eine Verfolgungsjagd. Ich im Ford Mustang auf dem Beifahrersitz, neben mir der Fahrer, Icke mit der Knarre, bedrohe den, du fahr doch mal schneller, hinter uns die Bullen. Er tritt in die Klötzer, ich muss aus dem Auto rausspringen, wegrennen, werde dann gefasst. Dachte ich, mach ich doch mit links, bin doch jung und fit. Hm, denkst du. Icke also aus dem Auto rausgesprungen, renne los und merke, oh Scheiße, mir zwiebelt irgendwie so in meine Oberschenkel. Egal, weitermachen, nicht anmerken lassen. Dann haben wir das immer und immer wieder gemacht, aus verschiedenen Perspektiven. Und der zwiebelte und der tat am Ende so weh, dass ich dann beim Rennen, ich habe geschrien vor Schmerzen. Ich wusste ja nicht mehr, wohin mit mir. Man hört es auch. Also wenn man es weiß, hört man es auch. Hat aber auch keinen interessiert, weil ich sowieso unten durch war. Ich saß dann am Ende von dem ganzen Drehtag da, mit schmerzverzerrtem Gesicht, habe geheult. Kina hat sich um mich gekümmert, ich bin dann alleine ins Krankenhaus gefahren, hatte einen Muskelfaserriss in beiden Oberschenkeln, habe Krücken bekommen, bin mit diesen Krücken dann nach Hause im Zug gefahren und war unendlich traurig. Am nächsten Tag habe ich mit der Produktionsfirma telefoniert und habe denen das alles erklärt und habe mich entschuldigt und sie haben das dann auch verstanden und haben mir verziehen und es war dann auch alles wieder gut. Ja, so kann es gehen beim Drehen.